Morgen, liebe Outdoor- und Wanderfreunde. Ich begrüße euch auf einer neuen Wandertour hier auf meinem Kanal. Heute bin ich mal wieder auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Genau genommen bei Münzingen auf dem alten Truppenübungsplatz hier. Bin jetzt hier schon den Hirschturm hochgeschnauft. Man hat eine super Aussicht von hier oben. Heute Morgen ist jetzt auch noch richtig gute Sicht. Man sieht sogar dahinter die Alpen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennt. Ja, heute ist Anfang April. Heute soll der wärmste je gemessene Apriltag werden, den es je gab. Bis zu 30 Grad anscheinend, je nach Region. Und der Staub ist angekündigt für heute Mittag. Also, wird auf jeden Fall interessant. Ja, ich nehme euch dann nachher noch mit auf meiner Tour. Ich will dann noch zu der Kirche und dem alten Schulgebäude Kruorn weiterlaufen. Und dann komme ich noch an einem anderen kleinen Aussichtspunkt vorbei, oder Aussichtstor. Ein bisschen weiter in die Richtung wäre noch der Heroldstadtturm. Den hatte ich mir auch erst überlegt, den noch mitzunehmen, aber das wäre ziemlich umfangreiche Wanderung wurde und jetzt habe ich mich hier für den Hirschturm entschieden, weil das so der höchste Turm ist mit 42 Meter hier von den ganzen Türmen auf dem Truppenübungsplatz. Aber jetzt genug gequasselt, jetzt nehme ich euch mit, würde mich freuen, wenn ihr mich wieder begleitet auf meiner Tour. Ich melde mich immer mal wieder zwischendurch. Bis später dann, viel Spaß. Ist leider verschlossen. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, es wäre cool hier drinnen zu hocken und den Sonnenaufgang oder Untergang abzuwarten.
Oder wenn es mal gewittert, dann hier drin hocken und 360 Grad drumumblick. Ja, innen drin, wie man sieht, hat sogar ein paar Sitze, Stühle, Tisch. Also wäre zur Not sogar eine Notunterkunft, aber die Tür ist leider verschlossen, aber sei es drum. Jetzt gehe ich dann gleich wieder runter. War auf jeden Fall eine tolle Erfahrung hier hochzulaufen. Ich habe mich erst nicht recht getraut, habe mich dann aber doch überwunden. Und ich muss sagen, es hat sich jetzt doch gelohnt hier mit dem tollen Ausblick. Wie gesagt, dahinter sieht man sogar die Alpen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal hier hoch zu laufen. Aber jetzt geht es erstmal wieder 42 Meter runter. Jetzt war ich auf dem Hirschturm, 42 Meter hoch, wie schon erwähnt. Jetzt geht meine Tour erstmal ein Stück weiter. Demnächst kommt noch ein etwas kleinerer, niedrigerer Turm. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Und danach geht es eigentlich erstmal ein ganzes Stück auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz entlang. Beziehungsweise man darf ja gar nicht überall lang laufen, nur auf den vorgegebenen Wegen. Das habe ich ja auf der Planung meiner Tour festgestellt. Immer da, wo ich gern meine Markierung gesetzt hätte, da ging es nicht. Und dann wurde die Markierung auf einen anderen Punkt verschoben, weil halt dann die Markierung, wie ich sie gerne gesetzt hätte, in einem Gebiet war, wo es halt nicht gestattet ist, durchzulaufen. Ja, hier bin ich vorhin schon vorbeigekommen. Ich komme jetzt quasi von da oben runter. Jetzt laufe ich weiter quasi Richtung Gruorn. Genau. Ja, und so sieht es hier so aus, die Gegend auf dem Truppenübungsplatz. Ziemlich viel Wiese, Wälder, Bäume und halt, wie schon erwähnt, der vorgegebene Laufweg. Ich habe jetzt gerade gesehen, dahinter sieht man noch mal den Hirschturm, wo ich gerade noch oben war. Ja, auf jeden Fall toller Ausblick hat man gehabt von da oben. Ja, und hier und da hat es dann immer ein paar Überbleibsel von dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Hier zum Beispiel nennt sich ja, glaube ich, Panzerblockade oder so. Auf der Seite, ja, die Grundmauern von einem ehemaligen Haus, denke ich mal. Das ganze Gruorn war ja früher mal eine kleine Stadt und drumherum hat dann wahrscheinlich auch so einzelne Häuser gehabt oder Bauernhöfe, und irgendwann sind die dann halt aufgegeben worden und dann sind's verfallen die so langsam. Vielleicht erfahren wir da noch mehr auf Hinweistafeln. Warten wir es ab. Ja, links vom Weg da vorne sieht auf den ersten Blick aus wie eine Schafsherde, aber ich glaube, das sind irgendwie auch noch ein paar größere Steine oder Felsbrocken.
Aber rechts am Wald sieht man noch ein alter Bunker. Aber ich glaube, das sind dann solche Objekte, wo man halt als Spaziergänger nicht hinkommt oder wo der Zutritt verboten ist. Aber zumindest so von Weitem kann man es dann mal betrachten und sich ein bisschen vorstellen, wie das hier früher noch so ausgesehen hat, wo das Ganze noch ja, aktiv und intakt war. Ja, da rechts auch irgendwie eine alte Grundmauer, wahrscheinlich auch von einem Bunker oder sowas. Ja, ist natürlich auch eine ideale Strecke für Fahrrad und E-Bike, weil durch den asphaltierten Belag kommt man natürlich gut voran. Und hier links mal wieder so ein Hinweisschild, Lebensgefahr. Ja, was mich da interessiert oder interessieren würde, wenn man jetzt da wirklich mal querfeld einlaufen würde über die Felder, da wirklich noch ein paar alte Munitionsrestbestände rumliegen, ein paar alte Minen oder sowas. Aber ja, versuchen wir es lieber nicht. Ja, das ist jetzt die Richtung, aus der ich herkomme. Da links über den Bäumen sieht man noch mal den Hirschturm. Ja, und nach wie vor hier der Weg, den es für mich weitergeht. Ich habe eben gesehen, das sind doch keine Steine, das sind doch Schafe. Also immerhin doch noch was Schönes am Wegesrand. Von dem Bunker. Schade, dass der eingezäunt ist und abgesperrt. Sonst hätte mich schon mal interessiert, zumindest mal einen Blick reinwerfen. Aber ja, wir wollen mal nichts riskieren. Mal gucken wir uns mal aus der Ferne an hier. Hier steht Kruorn, 2,7 Kilometer. Also es ist nicht mehr allzu weit. Na, hier noch eine kleine Rast- oder Schutzhütte. Wenn es doch mal regnet, kann man sich da unterstellen. Oder als kleine Pausenstation. Etwa noch ein halber Kilometer, dann geht es nach rechts ab und dann irgendwo hinter den Bäumen, hinter dem kleinen Wäldle, da ist dann die Kirche und das alte Schulhaus von Kruorn,
Und in dem alten Schulhaus ist ein Restaurant oder eine Wirtschaft. Und da gibt es halt auch immer mal Wochenkarte, Wochenessen. Das ist auch immer ein ganz beliebtes Ziel, weil es da auch öfter mal Linse und Spätzle gibt. Und das sagt ja schon alles. Ja, von da links, da kommt auch ein anderer Weg her. Da ist dann auch etwa einen Kilometer weg von hier noch ein weiterer Parkplatz. Der ist ein bisschen näher dran hier an der Kirche und an dem zentralen Punkt hier von dem Kruern. Da ist man dann ein bisschen schneller, also zumindest zu Fuß an der Kirche. Und jetzt kann man es auch schon so langsam erkennen, rechts die Kirche, kommt sie da zwischen den Bäumen hervor. Also das heißt, wir sind gleich da. Da steht Kruorn, so heißt das Örtle hier. Ja, jetzt sind wir schon gleich an der Kirche und am alten Schulgebäude von Kruorn. Da oben sieht man es ja schon. Ja, ging jetzt doch relativ gut. Nachher geht es dann die gleiche Strecke wieder zurück, aber jetzt laufe ich gleich erstmal hoch zum Schulgebäude und zur Kirche. Da sind wir in Kruorn, hier neben mir die Kirche und auf der anderen Seite das alte Schulgebäude. Schaue ich mal jetzt gleich auch noch von nahem an. Thank you.
das war jetzt ein kleiner Eindruck von dem Ort Groorn hier. Ich bin leider ein bisschen zu früh dran. Die Wirtschaft ist leider noch nicht geöffnet. Aber ich habe Proviant dabei. Das heißt, ich laufe jetzt einfach weiter und mache nachher eine kleine Rast. Aber jetzt hat man mal ein bisschen einen Eindruck bekommen von der, ja, von dem kleinen Dorf, was es früher hier war. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück und auf meine eigentliche Wandertour. So nennt sich übrigens der andere Wanderparkplatz, den ich vorhin gemeint habe. Dreifingersäge-Parkplatz. Sind also bloß 3 Kilometer von hier. Dann ist man ein bisschen schneller hier an der Schule und an der Kirche. Ja, ich war jetzt vorhin beim Hirsch-Aussichtsturm, habe ich immerhin auch schon 5,5 Kilometer zurückgelegt und in Zeiningen. Da habe ich geparkt am Wanderparkplatz. Ja, ich habe jetzt meine Tour ein klein wenig angepasst. Habe sie ein klein wenig gekürzt. Es wird nämlich gerade zunehmend wärmer. Und den Bereich, den ich jetzt als nächstes gelaufen wäre, wäre so an sich eh nicht viel anders wie jetzt hier von der Optik und vom Drumherum. Und da sind wir wieder an dem kleinen Hütle. Ich habe zwar kurz überlegt, ob ich hier meine Rast mache, aber ich laufe noch ein Stückchen weiter. Aber es gibt einmal einen Rundumblick um die Hütte herum. Irgendwo ganz dahinter in der Ferne. Aber das hätte ich heute sowieso nicht gemacht. Da ist noch ein richtig schöner kleiner Turm. Kein richtiger Aussichtsturm, aber der hat so eine ganz markante Form. Hätte ich auch schon immer ganz gern mal hingewollt, aber das hätte ich jetzt heute sowieso nicht auf meiner Planung gehabt. Das klappe ich irgendwann anders mal ab. Ja, und links im Bild, da sieht man jetzt wieder den Hirschturm, auf dem ich ja heute Morgen
ausgestanden bin. Ja, jetzt wollte ich gerade noch zu dem anderen, etwas kleineren Turm. Jetzt stand da bei der Abzweigung Turm geschlossen, Zutritt verboten. Das heißt, den Weg dorthin kann ich mir jetzt auch sparen. Aber vielleicht bin ich mal wieder in der Gegend und dann ja, nehme ich den Turm noch mal auf. Ich wollte eh auch mal noch den Heroldstadt-Turm auf Kamera bringe sozusagen, ja. Aber das heißt, meine Wandertour ist damit dann auch schon fast oder so gut wie vorbei. Ich hoffe, es war trotzdem ja, ein klein wenig interessant für euch. Würde mich auch trotzdem jetzt über einen Daumen hoch freuen für die Tour. Ich denke, das Gruern und der Hirschturm, das ja, war doch allemal auf jeden Fall interessant und würde ich auch jedem mal empfehlen, das sich anzuschauen, wenn er mal in der Gegend ist. Also dann Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssle.